Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Nähe von Grozny und im ehemaligen Gebiet des Clans der Waller hier. Die haben ordentlich Gebiet eingebüßt in den letzten paar Folgen und müssen Platz machen für unsere Weltmacht. Ich werde mal gucken, da jetzt die ganzen Waller hier Leute in Grund wahrscheinlich vereinigt sind, werde ich doch jetzt mal gucken, ob ich da eventuell... Ah, sie sind anscheinend alle hier. Und aus irgendeinem Grund scheinen sie alle davon zu laufen. Ach, wegen mir wahrscheinlich. Aber ich sehe da einen Lord Severus. Und ich denke, dieser Lord Severus ist einer von meinen. Da werde ich doch direkt mal mitmachen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer den Lord dabei hatte. Aber eins ist sicher, ich werde ihn befreien. Und eigentlich hatte ich gehofft, die ganzen Waller hier, Leute, in Grund anzutreffen und sie dann alle auf einem Haufen zu haben, um sie alle zu fragen, ob sie mir jetzt vielleicht mal joinen wollen. Aber so, wie es jetzt momentan aussieht, werde ich jetzt ein paar dieser Lords hier draußen umhauen. Und dann muss ich sie halt fragen, wenn ich sie in der nächsten Zeit mal irgendwo wieder antreffe. Schön wäre es jetzt halt gewesen, wenn ich sie jetzt alle auf einem Punkt gehabt hätte, weil sie haben jetzt halt Grozny auch noch verloren. Und das Castle, welches da oben bis vor kurzem noch war, haben sie auch verloren. Das bedeutet, die haben ordentlich Gebiet eingebüßt. Es ist also wahrscheinlicher, dass sie mir jetzt joinen werden. Wir werden sehen. Wir schlagen uns jetzt hier erstmal durch und holen uns hier mal ein paar Kills. Und dann gucken wir mal, welche Lords sie noch so haben. So, wir haben eine Virago Heron, glaube ich, verloren. Kein Problem. Gut gemacht, liebe Sutz. Ich bin froh, dass es eure Fraktion nicht mehr gibt. Denn das war immer noch, glaube ich, der heftigste Kampf, den ich in der letzten Zeit so hatte. Self, weißt du was? Hau ab. I'm in your debt for free. Ja, du darfst machen, was du willst. Hier haben wir wieder ein bisschen Garnisonsfutter. Und das reicht auch schon. So, was haben wir hier noch so für Leute? Vanquisher... Oh, Lord Herodes. Das ist auch einer von meinen. Who are you? Oh, das ist der König. You have been accosting caravans under my protection, but your trail of... Soon comes to an end. Interessant, ich wusste gar nicht, dass ich irgendwelche von deinen Karawanen angegriffen habe. Das war mir jetzt ehrlich gesagt, ist mir jetzt ehrlich gesagt etwas neu. Okay, ich guck mal, ob ich ein schöneres... Ja, so. Ein schönes Feld für... Bogenschützen finden. Und das ist hier ein recht schönes Feld. So, geht mal ein bisschen nach vorne und bleibt hier mal stehen. Und ich gucke mal, was hier vorne so abgeht. Das ist wahrscheinlich der König. Genau, King Inwald. 735 EP. So, die Sutz dürfen jetzt ruhig das, was sie am besten können, machen. Nämlich im Nahkampf die Gegner hier etwas verdreschen. Und ich werde natürlich wieder mit jede Menge Pfeilen diese Leute unterstützt. Das sollte kein so großes Problem werden, denn ich denke, der King hatte nur irgendwie 118 Leute oder so. Und noch dazu, es ist sogar noch seine Eskorte da. Und es waren trotzdem nur 118 Leute, glaube ich. Also ich denke mal, die Reinforcements, die hier rankommen, das sind dann auch schon die letzten. Das Problem ist, jetzt sind alle Sutz ausgenockt, das heißt, es sind nur noch meine Mädels übrig. Und wenn ich jetzt rancharge, werde ich vermutlich einige Verluste zu beklagen. Aber noch geht's, noch können sie mit den Pfeilen ein bisschen was rausholen. Jetzt bin ich ausgenockt, jetzt werden sie ranchargen. Aber das ist kein Problem. Die restlichen 50 Leute werden sie jetzt noch schaffen. Auch wenn wir ein paar Leute verlieren, kein Problem. Kein Problem. Damit ist der König weg. Irgendein Lord ist dem aber noch gejoint. Eigentlich hatte ich gehofft, die ganzen Lords jetzt irgendwo mal alleine anzutreffen. Aber da mir dieser andere Lord, dieser Sud-Lord hier, der läuft jetzt auch hier rum und greift halt die ganzen Lords immer an, weil ich in seiner Nähe bin. Der macht mir jetzt da gerade ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung. Aber kein Problem. Wir werden schon noch auf unsere Kosten kommen. Okay, meine Truppe ist voll. Das ist sowieso eine Garnisonsfutter. So, wer bist du? Lord Herodes, dich muss ich auf jeden Fall noch umhauen.
Village Farmers sind mir egal. Der hat auch einen Lord dabei. Allerdings, egal wo der da hinten gerade versucht hinzurennen, er wird nicht weit kommen, denn dort hinten gibt es kein Castle mehr von denen. Das bedeutet, er wird auf jeden Fall dort hinten seinen Tod finden. Also er natürlich nicht, aber... Ach, die sind alle so kacke, die ganzen Felder. Aber ich werde auf jeden Fall meinen Lord befreien. Gut, jetzt müssen wir irgendein Feld hier nehmen. Nehmen wir das hier. So, 4 ganze Leute hat der Sud-Lord hier noch. Mal schauen. So, jetzt kommen sogar schon die Infanteristen hier an. Das bedeutet, sehr viel Platz ist hier nicht. Die treffen jetzt schon gleich auf meine Mädels. Das ist nicht so gut. Mal schauen, vielleicht können wir noch ein paar umhauen. Geht mal weg, geht weg. Komm, jetzt erschießt mal noch ein paar, bevor die hier zu nahe kommen. Wie viele Einheiten waren das denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. So, aber nichtsdestotrotz, sie sind gleich da. Das heißt, gleich wird's eng. So. Obwohl, das sind gar nicht mehr so viele. Diese letzten 68, die hier auf dem Feld sind, sind wahrscheinlich schon die letzten. Auch wenn ich jetzt ausgenockt werde, kein Problem. Wenigstens konnte ich sie lang genug aufhalten, dass relativ viele durch Pfeile gestorben sind. Wenn ich ausgenockt werde, ist das kein großer Verlust. So, das lief doch besser, als ich dachte. Den Rest könnt ihr im Nahkampf machen. Und schon ist der nächste Lord weg. Jetzt muss ich aber noch den anderen Lord befreien. So, weg mit euch. Denn Lord Hendrik oder irgendwie so lebt auch noch. Und den will ich auch noch befreien. So, war das das? Da hinten, da drin lebt noch einer. Der überlebt aber ganz schön lang. McKelvey Northgard, na gut. Der darf lange überleben. So. Damit wäre auch das erledigt. You win. Ach, weißt du was, hau ab. I'm in your debt for freeing me. Minus 31 Ruf. Das ist ganz gut, da kriege ich zumindest mal ein bisschen Ruf mit ihm. Oh Mann, habe ich viel Minusruf mit den ganzen Leuten. Aber gut. So ist das Leben. War das schon der Lord? Ach, der ist wahrscheinlich dem Kampf gejoint, weil den wollte ich ja eigentlich verfolgen, oder? Nee, Lord Hendrik, den wollte ich verfolgen. So, mal schauen, ob ich den krieg. Okay, er ist anscheinend stehen geblieben. Join my cause würde ich jetzt gerne machen, er will aber nicht. Ich wüsste eh nicht so genau, was dann mit dem Lord passiert wäre, der in der Gefangenschaft von ihm ist. Aber so ist es auch in Ordnung. So kann ich nämlich den einen Lord da befreien und dann Ruf mit ihm kriegen. Nicht nur mit dem Lord, sondern mit all seinen Freunden auch noch gleichzeitig. Von daher ist mir das egal, ob der mir jetzt joint oder nicht. Ich frage mich trotzdem nach wie vor, wie ich diese Lords dann kriegen soll. Wenn die tatsächlich bis zum allerletzten Mann den Waller hier treu bleiben. Komm, den letzten Kill kriege ich auch noch. Komm! Verdammt. Okay, alle drei Leute gekillt. Schön. Einer ist sogar wounded, den habe ich wahrscheinlich überlaufen oder so. Congratulations on your victory, Madame. Genau, Lord Hendrik, minus 20. Ja, das sind die ganzen Lords, die ich einfach nur rekrutiert habe, um sie nicht dem Gegner zu geben. Okay, ein bisschen Ruf mit allen Leuten, schadet nicht. So. Haben wir es jetzt dann. Dann gucke ich mal. Freelancers, kill them for abandoning their captain. Gibt ein bisschen Honor, wieso nicht? So, wer ist hier jetzt alles so drin? Da sind auf jeden Fall alle Partys jetzt drin und ich schätze mal schon, dass ich es schaffen werde, einige zum Joinen zu überreden. Außer halt natürlich die hier Minusruf. Gunther, when last we met, our kingdoms are still at war. Schade. Ach, weißt du was, das kann ich schnell machen. Das dauert jetzt auch nicht so lang. So, das war, glaube ich, der hier. Genau. Joint sie mir jetzt? Nein, der joint mir immer noch nicht. Gut, dann lass es bleiben. Dann geh mit dem sinkenden Schiff unter. 6. Self-righteous. Ach, was soll's. Hauptsache,
Ihr wisst schon. Hauptsache mehr Leute auf meiner Seite und weniger auf die des Gegners. So, jetzt ist hier nur noch der hier drin, aber mit dem habe ich auch relativ viel Ruf verloren. Okay, hier geht anscheinend gar nichts mehr. Gunther ist scheint, glaube ich, der letzte, den ich noch haben will. Gerade jetzt wäre es natürlich cool, Grund anzugreifen, denn da sind jetzt halt alle Lord-Partys weg und 1500 Leute noch in der Garnison. Accompanying Athling, okay, die Dirk. Das wäre jetzt natürlich schon eine coole Sache. Aber das Problem ist, Grund ist einfach, es ist zu viel, das schaffe ich mit meinen Leuten momentan nicht. Die Gelegenheit wird sich schon nochmal bieten, Grund anzugreifen. Brauchst du vielleicht Geld? Nein, tust du nicht. Na gut, zumindest ein Lord mehr, kann nicht schaden. Oh, der wird jetzt wahrscheinlich die Leute hier angreifen, oder? Nee. Ja, der wird sich jetzt aber wahrscheinlich trotzdem gleich mit irgendjemandem anlegen und er wird sterben, aber das soll mir recht sein. Okay, einen Lord habe ich zumindest gekriegt. Das war nicht so viel, wie ich gehofft hatte, aber es ist besser als nichts. Wo ist denn hier der Ransom Broker? Mein Gott, bist du klein. So, dann, was treiben wir jetzt? Wir könnten... eigentlich würde ich denen schon ganz gerne jetzt den finalen Schlag geben. Den Waller hier ist. Vielleicht probiere ich es doch nochmal mit meinen Leuten da jetzt reinzugehen. Mal schauen. Hier wird schon wieder fleißig gekämpft. In irgendeiner Eskorte, die wird aber gleich verlieren. Oh, das bietet sich doch jetzt gerade mal an, allen Leuten hier zu sagen, Grund anzugreifen. Das bietet sich doch mal richtig an. Lord Kengesh Party gegen alle. Komme ich da noch rechtzeitig? Ich komme sogar noch rechtzeitig. Okay, Kengesh wird sterben. Aber hier sind, glaube ich, gerade alle Lords der Waller hier im Kampf mit dabei. Das bedeutet, alle gehen mal bitte von den Mounts runter, weil ihr euch sonst wieder gegenseitig... weil ihr euch sonst wieder ständig in die falsche Richtung dreht. Und dann stellt euch hier mal hin und begrüßt die, sobald die hier rüberkommen, mal mit einem ordentlichen Kreuzfeuer. Das könnte eigentlich fast gar nicht besser laufen. Natürlich werden dem seine Einheiten jetzt absolut umgehauen. Aber sobald die hier drüber kommen, sollten die eine ganz schöne Breitseite kassieren. Tja, das war's dann auch schon für Kengeshs Party. Das ist halt dumm gelaufen, aber jetzt sollten... Verdammt, der muss weg, sonst saugt er zu viele Pfeile auf. Obwohl, passt schon, jetzt ist er eh schon weg. So, was haben wir denn hier noch so? Hier ist noch eine. Okay, sehr schön, sie ist vom Mount unten. Alles gut. So, jetzt ist das Schild auch schon weg. So, jetzt ballert da mal ordentlich rein. Los jetzt, bevor die hier zu nahe kommen. So, schauen wir mal, dass ich die noch ein bisschen aufhalten kann. Verdammt. Oh, darf ich mal bitte weg? Danke, danke. Ja, die kommen mit ihren Schilden da relativ locker durch. Ich werde mich einmal zurückziehen, schätze ich mal. Jetzt gucke ich mal, wie die sich im Nahkampf schlagen. So. Komm, Dietrich, jawoll. Dietrich mit seiner fetten Zweihand-Axt. Was sind das eigentlich für Einheiten? Das sind Valar-Einheiten, Freelancer. Also eigentlich nichts so Starkes. Wir sollten jetzt auch schon so schnell so starke Einheiten wieder herkriegen. Die Lords waren vor ein paar Minuten ja noch alle ausgemacht. Ich denke mal nicht, dass die es in so einer kurzen Zeit schaffen, Elite-Einheiten ranzuholen. Verdammt. Ich will aber schon mitmachen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Dann nehme ich halt wieder diese hier. Das gefällt mir ganz gut. So, diesmal dürft ihr auf euren Mounts auch draufbleiben. So, alle mal hier stehen bleiben. Ich schau mal, dass ich die hier abwehren kann. Verdammt. Er hat meinen Mount... Ich habe nicht mal seinen Mount getroffen. Wo ist er denn da hinten? Der muss jetzt hier weg, sonst...
Haben sie? Okay, sie haben ihn erwischt. Sonst lenkt er jetzt hier die ganzen Bogenschützen ab. So, da gehe ich auf Nummer sicher und greife lieber sein Pferd an, bevor schon wieder mein Pferd getroffen wird. Alles klar. Der Rest sollte passen. Jetzt könnt ihr ein bisschen reinschießen. Wie viele Leute leben denn eigentlich noch? Ich schätze mal, in der letzten Runde sind so 100 oder so draufgegangen und 500 waren es, glaube ich, insgesamt. Von daher, das sehe ich aber jetzt schon kaum noch irgendwelche guten Einheiten. Obwohl Huskals, naja, das geht noch. Aber die Freelancer-Einheiten sind jetzt keine so tollen. Also es gibt schon gute Freelancer-Einheiten, zum Beispiel die Freelancer-Marshals, aber hier gibt es keine Marshals mehr. Vorhin war, glaube ich, noch einer dabei, aber der ist schon tot. So, das passt nämlich alles wunderbar. Da kommen gleich die Reinforcements und die sind noch nicht mal mit ihren starken Einheiten in die Nähe von meinen Mädels gekommen. Ja, okay, in die Nähe schon, aber nicht gefährlich nahe. So, die werden jetzt eventuell ankommen, da die Pfeile wahrscheinlich doch langsam aus sind. Aber dann sind die Valahir-Truppen auch schon mal besiegt. Und da die ganzen Leute jetzt hier direkt neben Grund stehen, könnte ich den allen sagen, dass die Grund angreifen sollen. Das muss ich natürlich so machen, weil sobald der Erste diese Stadt belagert hat, kann ich das den Restlichen nicht mehr sagen, dass sie das machen sollen. Nur ein bisschen. Ah, das kriege ich schon irgendwie hin. Das kriege ich schon irgendwie auf die Reihe. So, jetzt werden erstmal die ganzen Valahir-Lords besiegt. Ich glaube auch, die lasse ich auch alle frei. Dann spawnen sie direkt wieder im Grund und dann kann ich sie vielleicht jetzt fragen, ob sie mir joinen wollen. So, ja, ich sehe schon, die Pfeile werden langsam rar. Aber kein Problem, denn die sind langsam alle tot. Jetzt könnt ihr rancharchen. Vor allem auch deswegen, weil jetzt sind die ganzen Gegner hier über den Berg drüber. Und so können meine ganzen Sharpshooter auf jeden Fall noch mitmachen. Zumindest die, die noch Pfeile haben. So, wunderbar. Damit sind alle Lords down. Grund ist komplett leer. Bis auf die Garnisone noch. Und jetzt sind nur noch... Jetzt ist nur noch die 1400 Garnisonenstärke hier von Grund aktiv. Der Rest alles tot. Schön. Das ist für mich schön, für die Valahir-Leute sehr schlecht. Aber wir kriegen das auf jeden Fall geregelt. So, saved Anaxia. Mit dem habe ich sowieso schon... Ach, wisst ihr was, ihr dürft alle gehen. Oh, Virago Heroines hat der dabei. Da kann ich doch mal... Die hier weg, die Virago Heroines mit rein. Sword Maidens. Wen hast denn du umgehauen, dass du so viele Mädels dabei hast? 6 Sword Sisters. Raus, raus, raus. Femme Fatale, Camp Defender. Das ist ja richtig schön. Da kann ich ja das ganze Garnisonsfutter rausschmeißen und direkt interessante Einheiten für mich mitnehmen. Zum Beispiel 6 Sword Sisters. Jetzt habe ich noch Platz für eine. Maiden Footnight will ich nicht, Female Assassins auch nicht. Die 3 Camp Defender werden halt noch interessant. Das heißt, ich schmeiß die mal raus und tue die 3 Camp Defender rein. Schön, schön. Schön, schön, schön. Alles klar. Soweit, so gut. Wir sind direkt vor Grund und eigentlich in einem echt guten... in einer echt guten Position, um jetzt Grund einzunehmen. Ich werde diesmal nicht meine Einheiten hinten stehen lassen für Bogenschießerei, sondern ich werde sie von der Seite aus angreifen lassen. Obwohl, vielleicht schicke ich sie doch mit rein. Jetzt lasse ich sie erstmal sich hier auf der Seite sammeln und dann dürfen sie hier in die Flanke reinfallen. Denn diesmal hätte ich ganz gerne, dass relativ viele von den befreundeten Einheiten noch am Leben bleiben. Denn wenn wir Grund angreifen, braucht jede Einheit. So, und zwar auch alle von den Befreundeten. Aber jetzt haben wir eine sehr, also besser kann die Position kaum sein, um den Valahir-Leuten endgültig den Garaus zu machen. Da ist Arakanus mit seinen fetten Elefantenreitern. Schade, dass die bei der Belagerung ihre Elefanten nicht hernehmen können. Schade, schade. So, wir haben jede Menge Einheiten am Start. Das sollte auf jeden Fall
zu machen sein. So, wunderbar. Perfekt. Dann werde ich allen Leuten sagen, Grund angreifen. Jetzt werden wir Grund angreifen. Enough, you win today. Ja, hau ab. Ja, haupt ab. Jetzt kriege ich zwar richtig viel Rufabzug, wenn ich die das nächste Mal sehe, aber was soll's. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Lords hier die ganze Zeit mit mir rumzutragen. Alles klar. Ab jetzt werde ich Grund angreifen. Diese ganzen Lords werde ich versuchen zu überreden, dass sie bei mir mitmachen. Ich denke auch mal, dass sie mir folgen werden. Schließlich bin ich ihre Königin. Und dann kann ich diese letzte Garnison von denen hoffentlich einnehmen. Dann ist eine weitere Fraktion vom Antlitz dieser Welt gefegt. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn jetzt wird nochmal tief durchgeatmet und dann der letzte Angriff gestartet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann wird Grund hoffentlich gestürmt. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.